Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zu Space Base Startopia. Ja, wir haben das Spiel ja schon mal im Early Access angetestet. Die ersten zwei Kampagnen, glaube ich. Jetzt ist das Spiel released. Genau heute ist es rausgekommen. Deswegen sind wir wieder im Spiel. Ich habe ja schon angekündigt, es wird wieder zwei richtige Let's Plays geben. Nicht mit Tenants, glaube ich, heißt. Und was wir in letzter Zeit so ein bisschen getestet haben. Nein. Es wird auch wieder zwei richtige Let's Plays geben. Space Base Startopia ist eins davon. Hier ist es. Erstmal komme ich jetzt noch meiner Verpflichtung nach. Herzliche Grüße. Hallo Claudi. Hallo Stefan. Grüße sind rausgegangen. Ich habe mein Versprechen gehalten. Weil ich die Grüße auch rausgehauen habe, verschwindet jetzt erstmal die Kamera. Tschüss. So, zu dem Spiel passt nämlich keine Kamera. Das wollte ich jetzt nur für die Grüße schnell machen. Die zwei Leute werden es schon verstehen. Gut. Wir befinden uns also wieder in Space Base Startopia. Der Release, wie gesagt, war heute, ich glaube, 18 oder 19 Uhr. Calypso in the house. Ich freue mich sehr. Wir werden die Kampagne spielen. Okay, schaut schon mal anders aus, als ich das gewohnt bin. Wir werden... Ja, Commander ist eh schon ausgewählt. Schwierigkeitsgrade nehme ich mal an. Energiebonus für benutzte Räume 50, 0. Energiebonus für freigeschaltete Technologien 200, 100. Startfuzis plus 2 plus 0. Also hier ist einfach alles normal. Hier ist ein bisschen was erhöht und hier ist alles schlimmer. Okay. Wir spielen Commander, wahrscheinlich Schwierigkeitsgrade normal. Bestätigen. Die Kampagne. Space Base Startopia. Alles begann mit einem Missverständnis. Ah? Als die Flotte der Telgorianer das erste Mal auf eine Vertreterin der Neophytischen Allianz trafen, schickten sie als Standardgruß ein Bouquet der schönsten einheimischen Blumen. Das Problem an der Sache, die äußerst naturverbundenen Dryaden fassten einen Strauß toter Blumen als Kriegserklärung auf. Dieses Zusammentreffen markierte den Beginn des ersten großen Interspezies-Konfliktes Almabarit-Quadranten. Er zog sich über etwa 400 Jahre. Haben die gerade in Kacke geworfen? Da die meisten Völker in dieser Zeit noch keinen Zugriff auf FTL-Technologie hatten und ihre Waffentechnologie gemeinhin eher als primitiv angesehen werden kann, begrenzte sich die kriegerische Auseinandersetzung oftmals auf Drohungen, verbale Entgleisungen und verbotenes Müllabwerfen. Mit der Produktion des vom RFS-Konsortium entwickelten Universalübersetzers konnte der Konflikt beigelegt und Friedensgespräche eingeleitet werden. Es ist die Viecher rechts bin ich, oder was? Weitere Konfliktpotenziale, wie etwa das große Delfin-Barbecue der Euka. Die gigantischen Weltraumlautsprecher der Celebrama und andere Nichtigkeiten sind dadurch schon zu Beginn im Keim erstickt worden. Soweit zur Geschichte, Rekut. Kehren wir zurück zu ihrer eigentlichen Aufgabe hier im Tire-Testlabor des RFS-Konsortiums. Dieses Labor ist nicht nur dafür gedacht, eine hochentwickelte künstliche Intelligenz namens Wahl zu beherbergen, das bin ich, sollten Sie es in den letzten Minuten bereits wieder vergessen haben, wie mein Hirnscan vermuten lässt, sondern zeichnet sich auch für das Startopia-Projekt zuständig. Das Ziel von Startopia ist es, für alle Alien-Spezies gemeinsam nutzbare, vielseitig einsetzbare Weltraumbasen als Orte der Begegnung und des Austauschs zu erschaffen. Und natürlich eine riesige Menge an Energie zu verdienen, um die übertriebenen Gehälter des RFS-Vorstands zu erwirtschaften. Natürlich. Wie unsere Politik. Sie wurden ausgewählt, um im Startopia-Basis-Simulator, kurz SBS, die nötigen Kenntnisse zu erwerben, um eine solche Startopia-Basis zu leiten. Zuvor müssen sie jedoch das Motivationstraining von RFS für Führungskräfte durchlaufen. Sie schaffen das. Sie sind der geborene Anführer. Wir glauben an sie. Fanfaren, Gratulation. Sie haben den Lehrgang zum Commander abgeschlossen und sind nunmehr berechtigt, sich am Simulator der Abschlussprüfung zu stellen. Viel also, Glück, Commander. Wahl ist noch in ihrem ersten ganz schön nett zu uns. Command R. Ich bin sehr gespannt, wie Sie damit zurechtkommen werden. Diese Simulation umfasst eine Startopia-Basis, die den Müllplaneten Saka umkreist. Eine, ich zitiere aus der universalen Datenbank, widerwärtige Kloake, die ihr verdientes Ende in einem schwarzen Loch finden sollte. Das Ziel dieses Szenarios ist es, Energie durch Recycling von Müll zu gewinnen. Es sind nur wenige Basisgebäude verfügbar, ebenso ist der Platz begrenzt. Sie werden hauptsächlich, oder genauer, ausschließlich, mit Telga und Bugs in Berührung kommen. Rechnen Sie damit, dass die Besucher besonders viel Müll herumliegen lassen werden. Ich glaube, weitere Einzelheiten erübrigen sich.
Es ist den Angaben des Szenarios zufolge unmöglich, zu versagen. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass mich Kohlenstofflebensformen in dieser Hinsicht immer wieder überrascht haben. Recht hat sie. Nun denn, Commander, legen Sie los. Wie eine alte gonunische Volksweisheit sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Wuschquanteng. Eine alte Handwerkskunst, bei der Ziegel aus den eigenen Exkrementen geformt werden. Ja, machen wir ja auch immer so. Also ihr seht schon, ich lasse da jetzt hier relativ viel labern. Mir gefallen die Texte einfach gerade hier. Vale ist eine tolle Sprecherin. Ich werde mir nicht jetzt hier jeden Erfolg und sowas versuchen zu holen. Das ist nicht meine Art. Ich bin kein besonders schneller Spieler bei sowas. Wir spielen einfach mal drauf los. Ja, die Kampagnen, die ersten zwei Kampagnenkarten haben wir ja eigentlich schon im Let's Test damals gespielt vom Early Access. Ist mir egal, ich werde einfach nochmal von vorne alles willkommen, durchspielen. Commander. Ich bin zuversichtlich, dass auch eine kohlenstoffbasierte Lebensform mit den sehr übersichtlichen Parametern dieses Szenarios klarkommen wird. Letztlich geht es nur darum, Müll zu sammeln. Ein nur eingeschränkt funktionstüchtiger Fuzzy hat dieses Szenario zuvor in weniger als 20 Minuten gelöst. Ich gehe also davon aus, dass Sie es innerhalb von einigen Stunden auch absolvieren können. Evaluierung des Testsubjekts gestartet. Die Sprecherin ist so geil. Okay, ja, wir bauen als erstes mal eine Fuzzy-Ladestation, natürlich. Die hat man gleich wieder gedreht. Schauen wir mal. Okay, einfach Mausrad drehen. Das ist ziemlich easy. Dann brauchen wir eigentlich ja bloß, wenn wir Müll erwirtschaften sollen, eigentlich eine Recyclingstation. Mit der fangen wir jetzt einfach mal kurz an. Ich weiß aber genau, dass wir trotzdem unsere Leute hier auch versorgen müssen. Deswegen, Boje gibt auch. Es gibt eine Blaupause. Also wir können natürlich auch selber bauen. Es gibt auch eine Blaupause. Das ist ja geil. Das ist ja wie für mich geschaffen. Das ist ja... Ich bin ja mal ganz schlecht, wenn es darum geht, irgendwas zu bauen. Das ist ja wie für mich geschaffen, leider. Excellent, Commander. Sie haben es geschafft, ein Recycling-Center aufbauen zu lassen. Erinnern Sie sich noch an den halb funktionstüchtigen Fuzzy, von dem ich eingangs erzählt habe? Nun, er hat in der von Ihnen verbrauchten Zeit bereits alle weiteren Testszenarien absolviert. Aber ich denke, aha, der Vergleich ist schwierig. Schließlich ist er nur eingeschränkt funktionstüchtig und Sie. Oh. Für die erfolgreiche Absolvierung dieses Testszenarios ist es nun noch vonnöten, die Funktionsweise des Recyclers voll auszunutzen. Ich gehe davon aus. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ich sehe, Sie haben es geschafft, eine Kommunikationszentrale zu errichten. Ich meine, Sie haben einen simplen Bauauftrag für Ihre Fuzzys erstellt und diese haben die Arbeit erledigt. Sarkasmus-Sprachmodul nicht gefunden. Bravo. Die Sprachausgabe ist so geil. Also Val, die Sprecherin, ist so geil. Also wie ihr schon seht, wir befinden uns... Achso, ich habe das Spiel gar nicht mehr vorgestellt. Ich habe jetzt mal angenommen, jeder, der hier bei mir reinklickt, wird vermutlich das Spiel schon kennen. Wer es nicht kennt... Ja, wir brauchen... Okay. Wer es nicht kennt, wir bauen hier eine Weltraum-Ladestation auf. Ja, ich muss jetzt nur ganz kurz ein paar Leute einstellen, die mit dem Rüssel, Telgor, stellen wir mal schnell 1, 2, 3, 4 ein und gleichzeitig brauchen wir noch ein paar Bagrotianer, ich glaube auch 4, schauen wir mal, ja, auch 4, passt also. Hier hinten haben wir auch noch ein paar Gebäude. Also wir bauen eine Weltraumstation, wo im Endeffekt alle... Oder wo die verschiedenen Spezies der Galaxis unterkommen sollen. So, glaube ich, kann man es am besten sagen. Ja. Die Weltraumstation. Man sieht es an der Karte hier links oben. Hat im Endeffekt 3 Decks. Wir haben hier unten das Subdeck, wo... Sie haben eben erfolgreich einen ersten Müllbotter errichten lassen. Ein Ding, das man versucht mit Sachen zu befüllen, das allerdings viel zu schnell seinen maximalen Füllstand erreicht hat. Moment, sprechen wir gerade über Sie und Ihre Ausbildung? Verzeihung, mein Routine-Smalltalk-Subprozessor scheint festzustecken. Eieiei. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, wir befinden uns ja im Endeffekt in einem Kreis. Wir können, also wir haben 3 Decks und wir haben
jedes Deck ist in einem Kreis angeordnet. Also wir können hier die Tore links und rechts, diese Schleusen aufmachen. Das wären dann quasi links und rechts die grauen Ringe. Und können uns so unser Spielbereich können wir so erweitern. Wir haben hier unten das Subdeck. Das ist im Endeffekt für die billigen Leute jetzt erstmal hier so ein bisschen Essen, Trinken, Energie, Schlafen, so ein Zeug. Dann haben wir das Fun-Deck, da kommt eine Disco und alles rein. Und ganz oben das Naturdeck, da können wir leider jetzt noch nicht drauf schauen. Da können wir Pflanzen ansammeln. In der Karte müssen wir einfach nur Müll sammeln. Aus Müll machen wir im Endeffekt nämlich Energie. Also es wird verbrannt und da machen wir Energie draus. Der Punkt ist jetzt genau deswegen, warum kümmere ich mich dann um die normalen Leute, die hier noch rumlaufen. Ganz einfach, hat den Sinn. Leute machen Dreck. Ist wie nicht. Ganz easy. Also brauchen wir Leute auf unserer Station, die Dreck machen. Fertig. Leute lockt man an durch schöne Gebäude, durch Sauerstoff. Die müssen sich hier im Endeffekt wohlfühlen. Ja, das versuchen wir gerade. Und kann man jetzt die Zeit schneller drehen? Nein, kann man natürlich nicht. Stationswertung, genau. Forschung haben wir noch nicht. Ballshop, hier können wir Sachen kaufen. Ja, und für die erste Mission... Müllbotter-Modifikation, was heißt das? Was ist das? Commander, ich habe hier zwei absurde Entwürfe, um Müllbotter dauerhaft zu verbessern. Ich habe mich dazu entschieden, die Wahl Ihnen zu überlassen. Betrachten Sie es als Test Ihrer kognitiven Fähigkeit. Bissiger Müllbotter. Müllbotter fressen zu 50% eingeworfenen Füll, was einem recyceln gleichkommt. Müllbotter, 5% Chance beim Errichten des Fassungsvermögens zu explodieren und den Müll zu verstreuen. 100% mehr Fassungsvermögen, der experimentelle Müllbotter dafür, Chance von 33% beim Errichten des Fassungsvermögens. Oh, beim Erreichen, oh, ich will den experimentellen, was einem Recyceln gleichkommt. Ja, heißt es hier Recycler, machen wir da auch Energie, ist die Frage. Wir sagen einfach mal, sie sollen sich schneller bewegen, die Roboter. Also diese Müllbotter hier, das ist ein Mülleimer. Und wenn der Füllstand 100% erreicht hat, läuft der automatisch hier zur Recyclingstation, wo das Zeug halt ja vernichtet wird. Ihr seht unsere Fassis. Dann haben wir hier die Ladestation. Die Fassis sind unsere Helferchen. Die stehen immer an der Seite und sprinten los, sobald irgendwas ist. Wir können aber auch mit der Maus den Müll im Endeffekt aufheben. Ja, Recyclinganlage, hier schmeißen wir den Müll hin, der wird verbrannt und recycelt und es kommt im Endeffekt Energie raus, das ist einfach unsere Währung, ganz praktisch, aus Müll machen wir Geld. Die Telekommunikationsstation, hier werden im Endeffekt neue Leute angelockt. So könnte man sagen. Ein paar Fanatiker der Terrororganisation Trashbees haben ein subatomares Quantenschlupfloch im Schutzschild entdeckt und Müllbomben an Bord gebracht. Ja, finde ich super. Wenn diese explodieren sollten, werden sie Schaden anrichten und Müll in der Gegend verteilen. Ja, ist doch super. Seien Sie aber versichert, dass mir nichts passieren kann. Initiiere Bombensubprotokoll Alpha. Commander, das Recycling der Müllbomben ist eine hervorragende Idee. Nur 99,3% aller weiteren Kandidaten haben diese Lösung entdeckt. Ich schlage vor, Sie versuchen eine größere Menge dieser Müllbomben zu recyceln, um das Testszenario spannender zu gestalten. Ja, dann her mit den Bomben. Los, schmeiß ab. Genau, ansonsten hier haben wir noch einen fetten Schlafraum. Hier sind im Endeffekt diese atemraubende Atmosphärenfilter. Okay, das ist neu. Das gab es im Early Access noch nicht. Commander, ich habe hier zwei verwegene Verschlechterungen für Ihre Atmosphärenfilter an Bord. Welche davon sagt Ihnen da mehr zu? Erschüttert der Atmosphärenfilter alle 60 Sekunden eine Chance von 5% eine Störung auszulesen, die dann alle 60 Sekunden eine Chance von 10% 5 Einheiten Müll zu produzieren, dann nehmen wir lieber den Müll mit. Das sind unsere Atmosphärenfilter. Die brauchen wir, damit sich die Leute wohlfühlen. Hier zum Beispiel, das Teil macht, wie man sieht, rot, unglaublich viel schlechte Atmosphäre. Und da müssen wir dem entgegenwirken. Wachstum, achso, das ist wieder die Pflanzen. So, hier, das ist unser Schlafraum, unser Hotel, könnte man sagen. Da haben wir diese Schlafkapseln. Wir haben Duschen.
Hier sieht man gerade, wie einer schön duscht. Ah, das ist ein süßes Spielchen. Dann haben wir hier Trinken und Essen. Machen wir überall Geld mit. Leute sollen sich, wie gesagt, wohlfühlen. Ja. Exzellente Arbeit, Commander. Sie haben die erforderliche Energiemenge erreicht. Zwar mit der Koje und nicht mit der Recycling Station, aber immerhin etwas. Es wird ein relativ intensives Spiel. Wie ich ihre Fähigkeiten einschätze. Schauen wir mal. Also die ersten Szenarien sind eher ein bisschen langweilig. Ihr merkt es schon, im Endeffekt scroll ich gerade nur rum. Wir haben schon jedes Gebäude gebaut, was es momentan hier im Spiel gibt. Aber wir können es noch ein bisschen verschönern. Hier mal so ein Werbebildschirm hin. Freut ihre Besucher. Machen wir mal. Hier hin. Was haben wir hier? Intergalaktischer Putztrupp. Nein. Wir wollen weiter Müll leben. Ich möchte Ihnen zum 50. Besucher Ihrer simulierten Station gratulieren. Wäre dies kein Testszenario, sondern die Realität, wäre der Zeitrahmen eher inakzeptabel. Aber immerhin arbeiten Sie ja hier innerhalb einer Simulation mit optimalen Bedingungen. Commander, angeblich haben Müllfanatiker Bomben auf Ihrer Station platziert. Interessant, nicht wahr? Noch eine? Noch irgendwo eine Bombe? Nein, ich glaube, das war's. Ah doch, hier ist noch eine. Commander, Sie haben bereits die Hälfte der benötigten Müllbomben recycelt. Machen Sie weiter so, mein Evaluierungsprozessor hat Sie durch diese Leistung schon auf Schnisanu hochgestuft, ein Faultier mit 8 Hufen, beheimatet auf dem Planeten Fordos 5. Dankeschön für die Beförderung. Rasante Recyclingstation. Commander, da Sie damit beschäftigt sind, Ihren Müllimperium aufzubauen, dachte ich, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um die Recyclingstation etwas aufzupeppen. Ich habe für die besten Ideen meinen Detefekt oder Super, ja, okay. Keine Luftverschmutzung mehr, eine Chance von 25%, dass beim Recycling keine Energie entzeugt wird. Das ist ganz schlecht. Recycling-Intervall 100%, Chance von 25%, dass die doppelte Menge an schlechter Atmosphäre ist. Egal. Mit der schlechten Atmosphäre kommen wir rum. Commander, die experimentellen Hochgeschwindigkeitsturbinen dieser neuen Recycler werden gute Arbeit leisten und mit Sicherheit keine Unfälle verursachen. Naja, sollen sie machen. Aber wir haben ja hier zum Beispiel direkt einen Luftding stehen. Wir können da einfach noch einen hinsetzen. Also damit können wir leben. Das ist jetzt nicht so das Problem. Auf jeden Fall finde ich das eine schöne Sache. Also mir war das jetzt nicht bekannt, was im Endrelease quasi noch Neues mit reinkommt. Diese kleinen Verbesserungen oder Verschlechterungen finde ich relativ interessant. Ich glaube, um die Mission, das in unter 15 Minuten zu schaffen, werde ich wahrscheinlich auch zwei so Recycling-Stationen brauchen. Nehme ich mal an. Wir können einfach mal noch einen weiteren Telgor einstellen. Da haben wir schon 4. Den können wir auch befördern. Level 2. So dass, wenn einer Feierabend hat, das trotzdem immer besetzt ist. Wie gesagt, Recycling ist auch unser Geld. Ich glaube, wir sind schon ungefähr bei der Hälfte der Zeit. Wir hinken ja also ein bisschen hinterher. Commander, Sie haben bereits ein Drittel der Commander, ich wollte Sie darauf hinweisen, dass Sie mit Ihrer Energie oder Ihrem Prestige in meinem Experimentallabor von meinem Benennungsalgorithmus, auch Valshop genannt, äußerst interessante Dinge kaufen können. Sie sollten auf alle Fälle einmal einen Blick darauf werfen. Wir können uns einen weiteren Fassi leisten. Theoretisch sogar 2. Natürlich sehr geil. Undichte Besucher. Entschuldigung, Commander, aber ich habe das Gefühl, dass es in der Simulation ein Problem mit der Alien-Spezies gibt. Wenn Sie sich das kurz einmal anschauen könnten. Wir hätten Blasenschwäche Akratoriana. Alle 60 Sekunden. Geben Sie 8, Commander. Müllfanatiker haben Bomben auf die Station geworfen. Irgendwo ist, glaube ich, noch eine. Da hinten. Recycling einer Müllbombe wird eingeleitet. So. Commander, Sie haben das Zusatzziel der recycelten Müllbomben erreicht. Alle 60 Sekunden eine Chance von 5% Müll zu erzeugen. Sie sich eine Belohnung verdient. Spüren Sie das? Sie spüren gerade einen leichten Mix aus Endorphinen und Cortisol, was etwa dem Gefühl eines feuchten Händedrucks entsprechen dürfte. Oh Gott. Was für ein Wahnsinn, die Sprecherin.
Hygienebedürfnis wird durch diese Müllerzeugnis befriedigt. Das ist gar nicht so schlecht. Alles selber mit Müll zu erzeugen, Hygiene wird durch den Müll. Ach so, entweder die Telgo oder die Bakroturianer. Kann mir quasi aussuchen, welche der beiden Rassen. Ja, dann nehmen wir die Telgor, weil die Telgor Besucher im Auge zu behalten. Sind auch für den Müll zuständig. Sollten Sie schon einmal einen Wischmopp bereitstellen. Ich hoffe, die Lautstärke geht so. Ich dachte mir, man muss den Sprecher auf jeden Fall hören. Ich bin wahrscheinlich ein kleines bisschen lauter. Ich muss mir es dann hinterher nochmal in der Aufnahme anhören. Aber ich will eigentlich auch, dass man den Sprecher oder die Sprecherin besser gesagt hört. Überall Müll, schöner Müll, ja, gib mir Müll, gib mir Müll. 11 Stück. Man merkt hier immer ein bisschen was zu tun, immer ein bisschen was zu tun. Ja, Müll, Müll, gib mir Müll. Basti läuft hier auch gerade rum. Repariert anscheinend ein bisschen was. Ah, wir haben hier die Belohnung. Oder ist das mein Fassi von vorher? Ich glaube, das war eine Belohnung. Geil. Fassi ist geil. Ah, hier, Müll. Gib mir Müll. Also normalerweise, Müll muss man immer im Auge behalten. Es sollte auch nicht zu viel Müll werden. Das, was jetzt hier rumliegt, ist ja noch absolut in Ordnung. Sie haben jetzt 2/3 der erforderlichen Energie erreicht. Wenn ich Ihre bisherigen Ergebnisse weiter extrapoliere, kann ich meine Subprozessoren problemlos die nächsten paar Millionen Zyklen noch in Standby schalten. Merkwürdige Müll, Commander. Dem bisherigen Ergebnis nach zu urteilen, würden Sie, unendlich Zeit vorausgesetzt, das Ziel erreichen. Um dieses Testszenario etwas spannender zu machen, habe ich mir erlaubt, ein oder zwei Parameter zu verändern. Wir hätten alternativer Abfall, braucht doppelt so viel Platz in der Recyclingstation, allerdings Chance von 50% bei Recycling plus 10 Energie zu produzieren. Oder alles außer Müll bringt 100 zusätzliche Energie beim Recycling. Alles außer Müll hat eine Chance von 20% beim Recycling zusätzlich Müll zu besorgen. Ja, was gibt's da noch? Die Bomben gibt's noch? Nee, komm, wir backen quasi den Müll. Interessante Wahl, Commander. Soll halt hier mehr Platz eingenommen werden. Commander, es wurden wieder Müllbomben auf Startopia geschmuggelt. So, wo noch? Da. Und hier. Recycling einer Müllbombe wird eingeleitet. Gut. Also man könnte die Müllbomben natürlich theoretisch auch explodieren lassen. Ist halt nicht ganz so effektiv. Ja, hier drin, man sieht, ist hier vielleicht eine Müllbombe tatsächlich explodiert. Hä? Hier liegt der Müll rum. Ihr seid der Schweine, hä? 20 Müll. Ja, man sieht, man hätte locker einen zweiten Recycler hier befüllen können. Ja, echt dabei. Ich glaube, ich werde mal noch schnell einen weiteren Müllbot ersetzen. Oh, hier, voll. Voll. Unglaublich. Überall. Also okay, wir hätten jetzt hier locker einen zweiten Recycler hinstellen können. Machen wir jetzt einfach mal. Ja, den hätte ich vielleicht umdrehen sollen. Was ist mit dir los? Warum bist denn du sauer? Immer noch. Wir arbeiten. Machen wir mal. Oh. Also im richtigen Spiel würde ich das jetzt nicht so hinsetzen. Da wird mir das schon dann. Das Recycling Center ist eine famose Idee. Gratuliere, Commander. Sie haben erfolgreich das Ziel erreicht und die benötigte Energiemenge erwirtschaftet. Manch einer hat an ihrem Erfolg gezweifelt, während andere eingeworfen haben, dass man in diesem Testszenario gar nicht scheitern kann. Ich habe erwidert, wenn man in diesem Szenario scheitern kann, dann werden sie einen Weg dafür finden. Nichtsdestotrotz haben sie dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann bin damit besser als niemand. 93% glücklich. 18 Minuten, ja, wir hätten auf jeden Fall für die 15 Minuten hätten wir einfach ein zweites Teil bauen können. Haben wir jetzt irgendein Achievement geschafft? Sehen wir das irgendwo? Sehe ich jetzt gar nicht. Okay. Na gut, Leute, erste Folge, 24 Minuten, ist jetzt nicht ganz so lang, macht gar nichts.
Ich schaue mir mal an, wie lang die Folgen sind. Manche Folgen werde ich vielleicht auf zwei, oder manche Missionen werde ich vielleicht auf zwei Folgen aufteilen. Manche, ich versuche die meisten Missionen in einer Folge zu beenden. Schauen wir mal, wie das wird. Ich hoffe, euch gefällt die Serie Startopia. Ich finde es ja ein tolles Spiel. Ich mag das Spiel wahnsinnig gerne. Wie gesagt, heute erschienen, Kalypsus der Macher. Ich lüge natürlich. Wenn ihr die Folge seht, gestern erschienen. So muss ich das ja sagen. Wir werden ein bisschen an das Spiel ranspielen. Ob wir es wirklich komplett durchspielen, weiß ich noch nicht. Okay, Leute, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Servus.